Es ist das Resultat einer schwer umkämpften Nacht. Erstmals hat die ukrainische Luftwaffe die Separatistenhochburg Donetsk im Osten des Landes bombardiert. Große Teile der Millionenstadt wurden dabei zerstört. Auch Zivilisten sollen dabei getötet worden sein. Die russische Agentur Interfax meldete unter Berufung auf den Stadtrat, dass 3 Zivilisten bei den Luftangriffen ums Leben kamen. Laut AFP sind es mindestens 2 Tote. Es ist wirklich beängstigend, besonders die 3 letzten Nächte waren es. Meine Töchter müssen um ihr Leben fürchten. Sie haben große Angst. Wir haben Angst, dass nach der Bombardierung der Strom ausfällt und die Bäckerei zumacht. Kiew und der Westen werfen Russland vor, die Separatisten mit Waffen und Kämpfern zu unterstützen. Die UNO warnte unterdessen vor einer dramatischen Verschärfung der humanitären Situation in der umkämpften Ostukraine. Die ukrainische Armee versucht seit Wochen, die Separatisten aus ihren Hochburgen Donetsk und Luhansk zu vertreiben. Zwar gelang es der Armee, Slowjansk, Mariupol und andere kleinere Städte zurückzuerobern, doch geriet die Offensive angesichts der heftigen Gegenwehr der Rebellen immer wieder ins Stocken. Laut Angaben der ukrainischen Armee wurden bei den heftigen Gefechten allein in den vergangenen 24 Stunden 18 ukrainische Soldaten getötet. Verzweifelte Trauer im ostukrainischen Donetsk. 2 Zivilisten sind auf offener Straße durch Artilleriegeschosse getötet worden. Ihre Leichname werden notdürftig mit Tüchern abgedeckt. Man sollte sie alle umbringen, diese Faschisten. Ich kannte die beiden Toten nicht. Sie waren sicher auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen. Es war 6 Uhr morgens. Sehen Sie, es gibt keine Fensterscheiben mehr. In meiner Wohnung ist alles kaputt. Seit Wochen liefern sich die ukrainische Armee und prorussische Separatisten schwere Kämpfe um die Rebellenhochburg Donetsk. Inzwischen sind die meisten Einwohner vor der Gewalt geflohen. Diejenigen, die hier geblieben sind, leben in ständiger Angst. Auch das örtliche Museum wurde von Geschossen getroffen. Die Angestellten machen die ukrainische Armee dafür verantwortlich. Hier liegen überall Granatsplitter herum. Sehen Sie, das ganze Dach ist zerstört. Im Inneren des Gebäudes sieht es nicht besser aus. Hier wurde alles über Fauna und Flora der Region gezeigt. Das war alles schön gemacht. Sie sehen ja, was jetzt davon übrig ist. Fürs Erste werden hier Schutt und Granatsplitter zusammengekehrt. Intakt geblieben ist indes ausgerechnet der Gebäudeflügel, der sich mit der Sowjetvergangenheit beschäftigt. In der Ostukraine fliehen immer mehr Menschen aus der weiterhin von Separatisten kontrollierten Stadt Donetsk. Viele nutzen die Zugverbindungen vor allem Richtung Russland, um sich vor einem möglichen Vormarsch der Regierungstruppen auf die Stadt in Sicherheit zu bringen. Nach Angaben des selbsternannten Ministerpräsidenten der Region sind bereits mehr als 70.000 der 900.000 Einwohner geflohen. Beim Beschuss eines Krankenhauses in der ostukrainischen Separatistenhochburg Donetsk sind mindestens 5 Menschen getötet worden. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind 4 der Opfer Passanten. Ein Mensch sei in der Klinik ums Leben gekommen. Mehrere weitere Menschen seien verletzt worden. Ein Augenzeuge berichtete: Es war keine einzelne Granate. Ein Geschoss schlug dort drüben ein, das andere hier. Die Explosionen ereigneten sich nahezu zeitgleich. Deshalb gehe ich von einer gezielten Bombardierung aus. Separatistenanführer Andrei Purgin warf der ukrainischen Armee vor, das dicht bewohnte Viertel im Südwesten der Stadt mit schwerer Artillerie beschossen zu haben. Das ukrainische Militär äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.